Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Ravenport. Und irgendwas ist mit meinen Augen nicht gut. Ich habe das letzte Mal alle Schafe verkauft, bis auf die schwarz-weißen. Und jetzt habe ich alles hier drin. Und wenn ich ins Menü gehe, zeigt es mir an: Schafe schwarz-weiß. 32 Stück. Was machen die Schwarzen und die Braunen und die Weißen hier? Also ich glaube, ihr habt das Spiel kaputt gemacht. Das ist ja. Also das ist schon ein bisschen sehr seltsam. Ganz komisch. Normalerweise sollten bloß die sein mit einem Vieh quasi. Mit einem schwarzen Kopf, weiße Wolle. Und ich habe alles drin. Das ist so nicht korrekt, Spiel. Du hast es kaputt gemacht. Es ist schon wieder falsch. Jetzt muss ich bei den Schweinen schauen. Da habe ich auch schwarz. Weißt du, da sind alle Sorten drin. Was ist denn hier los? Also irgendwas ist mit dem Spiel nicht gut. Ich hab's zerstört. Oh Mann. Und Kühe habe ich auch schwarz-weiß. Eigentlich habe ich alles schwarz-weiß. Oh mein Gott. Kühe sind auch alles ganz bunte hier drin. Aber wenn wir hier ins Menü gehen, haben wir schwarz-weiße Kühe, schwarz-weiße Schafe und schwarz-weiße Schweine. Also das Spiel macht mich fertig. So kann ich nicht arbeiten, Leute. So, und den Dreck kann ich hier auch nicht abladen. Und wer zum Teufel hat die Musik angemacht? Ich will gar keine Musik. Jetzt kann ich es wieder abladen. Also irgendwas ist mit dem Spiel nicht ganz so gut, glaube ich, hier auf der PlayStation. Was füllt jetzt auf? Silage und Heu. Oder was? Ja, jetzt ist noch Stroh drin. Also das mit den Tieren ist ein bisschen komisch. So, dann hole ich mal noch den letzten Heuballen. So, und dann schmeiße ich noch ein bisschen Silage rein. Also mit den Tierfarmen ist da irgendwas schiefgelaufen. Definitiv. So. Kriege ich jetzt noch einen rein oder nicht? Es ist voll, aber es ist immer noch die falsche Mischung. Habe ich meinen einzigen Heuballen, den ich noch hatte. Verhökert. So, das Einzige, was steigt, ist, glaube ich, Silage.
Genau, kippt einfach alles hier hin. Ich brauch's nicht. Warte mal, ich fahr noch ein Stück vor. Da noch was hinkippen und hier noch was hinkippen und da noch was hinkippen. Jawohl, also das hat das letzte Mal auch nicht funktioniert, damit ich da abkippen konnte. Das ganze Zeug. So, jetzt haben wir nämlich keinen Heuballen mehr. Und irgendeiner, wieso ist denn das Radio an? Aus. So, ich möchte Silage rein machen bei den Kühen. Das auffüllen. Aber was ich noch machen sollte, warte mal, wie sieht denn das eigentlich wachstumsmäßig hier aus mit den Feldern? Feldfrüchte, Wachstum. Ah, 19 und so ist alles reif und wir sollten eigentlich hier 14, 15 noch düngen. Kann ich da noch drauf ohne Pflegebereifung? Das fahre ich doch kaputt, oder? Geht noch. So, lassen wir da den Helfer mal düngen. Und alles wird er nicht schaffen, den Rest müssen wir dann machen. Okay. Und hier, ich glaube, da steht nämlich der Mähdrescher. Fast. Der rote ist es. Der kann eigentlich anfangen hier zu dreschen. Den Mais für die Schweine runterholen hier. Okay, und das läuft auch. Hier haben wir da letztes Mal noch ein bisschen Textur hier auf dem Boden gemacht. Aber mit den Tieren, mit den Farben, das ist ja witzig heute. Damit die eigentlich alle so komische Farben haben. So, wir werden hier noch Silage reinfüllen. Notfalls werden wir uns noch ein noch einen Heuballen besorgen. Was, welcher Helfer hat jetzt die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen? Will der mich verarschen? Du bist auch erfolgreich. Das ist doch hier zum Düngen. Jawohl. Genau, Silage.
So, genau, Feld 24, 25 wird geerntet und wir schauen bei den Kühen. Silage füllt sich langsam, Gras fehlt natürlich noch, Mischration. Okay, Schafe, Reproduktionsrate bei 30 Stunden, auch nicht schlecht. Schweine 2 Stunden 45, also müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir da die ersten Schweine verhökern können. So, wie sieht es denn hier preismäßig aus? Wir haben ja das Einzige, was wir haben, ist eigentlich Hafer. Hafer war aber schon mal über 1000, also behalten wir das noch, sonst haben wir weiter nichts, außer Wolle haben wir natürlich. Wolle ist immer noch bei 1156, das scheint auch fest stehen zu bleiben. Da rührt sich nichts. So. Wie sieht denn das jetzt aus? 71.000 Liter Silage. Meine Güte, die brauchen aber auch ordentlich. Wir sollten eigentlich noch schauen, damit wir da noch eine Mission machen können wieder. Damit wir da noch zu Geld kommen. Und wie viel Liter haben eigentlich die Kühe schon produziert wieder? Fast 700. Oh, jetzt wird's interessant. Ich habe noch keinen Teleskoplader. Wie soll ich denn da oben rankommen? Ich kann hier vom dritten. Okay, das nennt man Balancier. Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, das fällt gar nicht runter, aber wenn ich es zu mir drehe, ist es komplett gleich mal runtergefallen. Ganz komisches Verhalten hier von den Ballen. Also ein kleiner Teleskoplader für einen Hof wäre natürlich ideal. So, jetzt ist es schon wieder voll. So, das sind ja circa wieder fast 12.000 Liter, aber das wird noch nicht reichen. Vielleicht kommen wir jetzt schon so im grünen Bereich. Jetzt haben sie schon wieder, jetzt sind sie schon über 700 Liter. Also irgendwas ist mit dem Spiel komisch. Vielleicht sollte ich es doch lieber nochmal ausmachen und nochmal neu starten. Milch geht auf jeden Fall rasend voran. So, jetzt haben wir 80.000 Liter. Jetzt ist es vielleicht halb voll, würde ich sagen. Ja, ein bisschen mehr.
So, warte mal, ich versuche mal gleich zwei zu nehmen, dann kann ich sie beide mit einmal reinschmeißen vielleicht. Jawohl. So. Meine Ballen fast alle verfüttert. Okay, wenn es erstmal voll ist, so schnell wird es ja, glaube ich, nicht leer hier. Ich weiß auch nicht, wie es berechnet ist, ob es für 10 Tage berechnet ist oder wie lange das Futter da reicht. Aber jetzt sollten wir da mal irgendwie ein bisschen in den grünen Bereich kommen. Also Schweine macht mir ein bisschen Sorgen. Schafe brauchen mal Gras. Wasser, okay. Mir ist noch nicht grün. Meine Güte, da geht aber was rein. Also was ich jetzt gerne noch machen würde, die Tiere ein bisschen, Mann, so, die Tiere ein bisschen sauber machen, alle, nämlich recht dreckig, und das stoppt, das bremst ein bisschen meine Produktion. So, hier fahren wir gleich den Anhänger aufs Feld. Dann können wir dann nachher den Anhänger füllen. Jetzt werden wir noch die Futterstellen reinigen. Ich habe übrigens nur schwarz-weiße Tiere überall, auch wenn es farblich anders aussieht. Nur damit ich es nochmal erwähnt habe. Wird im Menü auch so angezeigt. Aber die auf der Weide haben sie, sehen sie ganz anders aus. Die haben mich doch beschissen beim Händler hier. Komplett. Haben mir braune Kühe als schwarz-weiße verkauft. So, hier machen wir auch mal sauber. Somit sollte alles picobello gereinigt sein. Ich muss jetzt mal schauen, was der hier eigentlich macht. Hat der jetzt eigentlich alles gedüngt oder ist der jetzt... hier müssen wir auf jeden Fall nochmal düngen. Da ist noch nicht gedüngt.
Und unten müssen wir auch noch ein Feld düngen. Und wenn das abgeerntet ist, ist ja meistens gleich mal abgeerntet und verfüttert. Da werden wir nicht kein Geld mitmachen. Die Schweine brauchen Futter. So, jetzt muss ich noch mal hier schauen. Hier ist nämlich auch nicht richtig gedüngt. Also ich weiß zwar nicht, was der Helfer gemacht hat hier, aber nicht das, was er hätte sollen. Muss ich alles selber machen. So, und da nochmal. Dann haben wir oben noch ein kleines Stück und dann haben wir schon fast. Fahren wir gleich mal runter zum Maisfeld. Und das, was wir jetzt abernten, ich glaube, da machen wir Gerste drauf. Was haben wir eigentlich hier drauf? So, jetzt ist aber genug.